Im Saalfotoportal hast du die Möglichkeit, deine Fotos mit einem personalisierten Wasserzeichen zu versehen, um deine Arbeit zusätzlich zu schützen. Mal sehen, wie das geht. Zuerst müssen wir festlegen, wie unser Wasserzeichen aussehen soll. Dazu müssen wir zum Verkaufspanel gehen und auf Wasserzeichen klicken. Hier finden wir die verschiedenen Optionen. Wir können wählen, dass unser Wasserzeichen ein Text ist, den wir hier schreiben. Dieser Text wird in einem Raster mit der hier angegebenen Größe angezeigt. Wir können auch die Deckkraft, die Schriftgröße und sogar die Farben variieren, wenn wir möchten. Bevor wir speichern, können wir eine Vorschau sehen, wie das Wasserzeichen auf unseren Fotos aussehen wird. Dazu müssen wir nur auf Bild hochladen klicken und ein Foto auswählen, auf dem wir das Wasserzeichen testen wollen. Und schon können wir eine Vorschau unseres Wasserzeichens erstellen. Versuchen wir es mal mit einem Bild. Dazu müssen wir Bild unter Typ auswählen. Die Option zum Hochladen eines Bildes für unser Wasserzeichen wird angezeigt. Dieses Bild wird entsprechend den Einstellungen, die wir vorgenommen haben, als Schachbrett wiederholt. Wir klicken auf Bild hochladen und wählen unser Wasserzeichen aus. In unserem Beispiel werden wir ein Logo wählen. Und hier ist das Bild, das wir als Wasserzeichen ausgewählt haben, und die Vorschau, wie es in unseren Fotos aussehen wird. Wenn wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, klicken wir auf Speichern. Jetzt müssen wir das Wasserzeichen dort aktivieren, wo wir es haben wollen. Wir wollen es in einer Galerie verwenden. Dazu müssen wir nur die Galerieeinstellungen der Galerie öffnen, auf die wir das Wasserzeichen anwenden wollen. Wir werden sehen, dass viele Optionen angezeigt werden. Hier können wir unser Wasserzeichen in der Galerie aktivieren. Wir aktivieren es und klicken auf Speichern. Jetzt öffnen wir die Galerie, um zu sehen, wie unser Wasserzeichen darin aussieht. Und hier ist es. Wir können das Wasserzeichen auch auf unsere Projekte anwenden. Gehen wir in das Projektfenster. Genau wie in den Galerien müssen wir die Projekteinstellungen des Projekts öffnen, auf das wir das Wasserzeichen anwenden wollen. Klappe erweiterte Einstellungen anzeigen herunter und aktiviere das Wasserzeichen. Wir klicken auf Speichern. Jetzt überprüfen wir unser Wasserzeichen in unserem Fotobuch. Und schon können wir unseren Projekten und Galerien im Saalfotoportal einen dezenten Hauch von Personalisierung und Sicherheit verleihen. Alle Funktionen, die wir in diesem Video erklären, können sich in Zukunft ändern und erweitern, da wir ständig daran arbeiten, das Fotoportal zu verbessern. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Jetzt bist du dran.